Sie auch. Schleifprogramm muss ich. Ja. So. Nimmt der hier schon auf? Ja. Klasse. So, Simon, Glückwunsch erstmal. Du hast ja die U21 gewonnen. Richtig. Wie fühlst du dich? Unglaublich glücklich. Das ist ein Traum, geht wahr. Viel dafür gearbeitet. Und ich bin jetzt einfach nur extrem erleichtert, das hinter mir zu haben. Ja, das glaube ich. Die Woche. Hast du dich so direkt nach dem letzten Ball gefühlt, als du, oder nach den zwei letzten Bällen? Nach den zwei letzten Bällen, pure Erleichterung. Also es war einfach, war ja auch ein bisschen Glück im Spiel so, aber einfach nur, also ich habe es noch nicht so ganz realisiert gehabt. Das kommt jetzt so langsam. Man muss ja einmal dazu sagen, was dein Frame davor, was ja schon mal, was du Snooker vorne und dann ging das Ganze nochmal die Retoure. Genau, ich habe den Matchball gemacht und dann die nächste Farbe verschossen. Und dann hat er halt mich nochmal extrem gut gesucht und dann habe ich es dann nochmal anbrennen lassen, den Frame verloren, aber letzten Endes jetzt knapp verloren. Auf jeden Fall krass und ja, also was glaube ich viel interessiert, wie hast du dich auf die Meisterschaft vorbereitet? Was waren so also, deine Haupttrainingsziele? Was hast du so gemacht? Ich muss sagen, ich habe die letzten drei, vier Wochen, na, die letzten zwei Wochen wirklich fast täglich trainiert, auch mit Trainer teilweise auch alleine. Und sehr gut gefühlt und ich muss sagen, die Tische hier sind auch wirklich also 1A. So gutes Material haben wir hier selten. Ja. Also nicht so gut. Und genau, also muss man auch mal dazu sagen. Und ich kam halt super klar mit den Tischen. Muss ich sagen, ist ja ähnlich. Also noch ein bisschen schneller als zu Hause, aber trotzdem. Ja. Wunderbar. Ja, wenn wir jetzt gerade bei den Tischen sind und so, wie findest du Sofia, so die Umgebung und wie war so das deutsche Team, das Teamgefühl da drin? Also zu Sofia an sich haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, weil wir doch irgendwie zu dritt waren und dann doch irgendwie jeden Tag noch schon gespielt haben, irgendwie irgendeiner. Aber so als Team waren wir auf jeden Fall super stark, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Jetzt auch als Felix und Robin noch gekommen sind gestern. Auch alles schick, wir waren zusammen im Pool und so und auf jeden Fall ist ein Teamgeist gut zu verspüren hier. Ja. Und auch Karin und Michael Heger als Betreuer war eine super dabei, Unterstützung genau. gewesen als Betreuer, genau. Ja. Ich rufe mal auch auf meinen schlauen Zettel. Ja, jetzt haben wir ja noch ein Thema, was wir unbedingt mal ansprechen müssen, und zwar haben wir die Problematik mit der WSF und der DBU. Wie siehst du das Ganze so? Wie kannst du das mal einschätzen, damit die Leute das auch verstehen, was da jetzt genau das Problem ist? Um die Main Tour Card zu bekommen, muss ja die DBU in der WSF sein. So steht sie in der Ausschreibung. Das hat die DBU nicht gemacht. Aus bestimmten Gründen, die weiß ich jetzt noch nicht genau, aber die machen auch ihren Sinn teilweise. Für uns Spieler ist es einfach nur ärgerlich, weil wir Snookerspieler halt von der Main Tour träumen sozusagen und jetzt hätte ich eigentlich die Qualifikation dazu geschafft und jetzt muss man abwarten, ob es dazu kommt. Man muss dazu sagen, seit schon, solange ich mich erinnern kann, kriegt der U21 Europameister halt ein Ticket für die Main Tour. In diesem Fall wäre es ein 2-Jahres-Ticket gewesen und Simon ist halt jetzt Europameister geworden und hat aber das Ticket noch nicht sicher, weil halt die DBU nicht in der WSF ist. Also das ist eine ganz interessante Situation, aber wir hoffen natürlich, dass sich da noch was dran ändert. Und ja, dann ist die letzte Frage eigentlich nur noch, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, also was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass ich in Mainz komme und dann da maximale Erfolge und vor allem Spaß habe. Ja. Und das hoffe ich mir für Du würdest auf jeden Fall das Ticket annehmen und auch alle Turniere spielen? Ich würde auch alle Turniere spielen, natürlich. Alles klar. Selbstverständlich. Ja, dann können wir nur hoffen, dass du das schaffst, dass du schnell Sponsoren findest. Mhm. Ich sag mal, so einen talentierten Menschen, der auch noch 100 im Finale macht und wirklich sich super durchgebissen hat. Ja, Gratulation und viel Erfolg auf der Main Tour dann. Dankeschön. Hoffentlich. So, jetzt bin ich mal gespannt.